Alle Vorbereitungen waren getroffen. Unser Heim war in guten Händen und die Koffer waren geparkt. Mit dem Flieger ging es via London in einem endlos scheinenden Flug nach Bangkok, der Hauptstadt Thailands. Unser Hotel lag in der Sukhumvit Road, einer der wichtigsten Geschäftsstraßen Bangkoks, mit zahllosen Bürotürmen und Hotels. Aber auch viele kleine Händler und Straßenverkäufer bieten hier ihre Dienste an. Wer einen neuen Anzug braucht, bei dem wird sofort Maß genommen und spätestens am nächsten Tag bekommt er seine maßgeschneiderte Garderobe ins Hotel geliefert. Im Wat Thai Mit wird der goldene Buddha ausgestellt. Die Figur hat eine wechselvolle Geschichte. Vor über 700 Jahren wurde sie in Sukhothai gefertigt und gelangte 1403 nach Ayutthaya. Irgendwann schuf man einen Gipsmantel, um den goldenen Buddha zu schützen und seinen Wert zu verschleiern. Als Bangkok Hauptstadt wurde, gelangte die Figur mit 1200 anderen Exponaten in die neue Hauptstadt. 1965 wurden umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt, bei denen der Gipsmantel zersprang und pures Gold zum Vorschein kam. Die Statue hat ein Gewicht von rund 5,5 Tonnen. Bei unserem Spaziergang durch die Stadt bewegten wir uns auf engstem Raum durch klassische Basargegenden und hochmoderne Einkaufszentren. Dass die Infrastruktur nicht immer mit dem Wachstum mithalten kann, ist da schon fast selbstverständlich. Aber sie scheint zu funktionieren. Mit der Autorikscha ging es dann kreuz und quer durch die Stadt zu einem der großen Kanäle, die hier Plongs heißen. Die Plongs waren früher die wichtigsten Wirtschaftswege in der Zentralebene Thailands. Insbesondere in der Hauptstadt dienten sie jahrhundertelang als Weg zur Arbeit. Heute spielen die Plongs nur noch eine untergeordnete Rolle. Die früher üblichen schwimmenden Märkte existieren in der Hauptstadt kaum noch. Nur für den Tourismus haben sie noch Bedeutung. Wir mieteten uns für eine Stunde einen der Touristenkähne. Die Fahrt ging überwiegend über den Chao Phraya und dann in einen der Seitenkanäle, an deren Ende uns eine alte Frau in einem Kran alles das verkaufen wollte, was wir wirklich nicht brauchten. Die Fahrt war nicht gerade billig und auch nicht besonders aufregend. Am nächsten Tag bestiegen wir für einen Bruchteil des Geldes ein normales Wassertaxi. Die Fahrt war mindestens genauso spektakulär wie die vom Vortag. Was wir in unserer Planung nicht berücksichtigen konnten, war, dass just zu der Zeit, als wir uns in Bangkok aufhielten, die politischen Unruhen, die zum Militärputsch im Juni 2014 führten, ihren Anfang nahmen. Wir als Touristen merkten so gut wie nichts davon, außer dass der große Palast von Demonstranten besetzt war und wir ihn leider nicht besichtigen konnten.
Für die nächsten Tage hatten wir uns einen PKW gemietet, mit dem wir rund 1200 Kilometer bis nach Chiang Mai fuhren. Unterwegs lagen endlos viele historische und auch aktuelle Tempelanlagen, von denen wir die wichtigsten besuchten. Ayutthaya war über 4 Jahrhunderte die Hauptstadt des gleichnamigen Königreiches. 1767 wurde die Stadt geplündert und fast vollständig zerstört. Von dieser Katastrophe erholte sich die Stadt nie mehr. König Rama I. verlegte 15 Jahre später die Hauptstadt des Königreiches Siam nach Bangkok. Wir parkten im Stadtzentrum, mieteten uns ein Tuk-Tuk und ließen uns 2 Stunden lang durch den historischen Park kutschieren. Allein auf der Flussinsel, dem Kern des alten Ayutthaya, gab es 3 Königspaläste und 375 Tempelanlagen. Hier den Überblick zu bewahren, ist wohl nur den Experten möglich. Wir lassen hier vor allem die Bilder sprechen. Der Wat Lokayasuttaram ist der Tempel des ruhenden Buddhas. Die Statue ist etwa 40 Meter lang und 8 Meter hoch. Sie entstand wohl in der mittleren Phase des Ayutthaya-Reiches, also etwa zwischen 1630 und 1730. Der Wat Shai Vatanaram ist eine königliche Tempelanlage und eine der größten auf der Insel. Sie gehört natürlich, wie die gesamte historische Stadt, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Tempelanlage Wat Naprabem spielte im 18. Jahrhundert eine besondere Rolle bei den Streitigkeiten zwischen Birma und Siam. 1760 wurde hier ein Friedensvertrag geschlossen, der von den Birmanen jedoch wenig später wieder gebrochen wurde. Der birmanische König ließ hier eine Kanone aufstellen, die den Königspalast am gegenüberliegenden Ufer treffen sollte. Als der König persönlich die Kanone zündete, wurde er dabei so stark verletzt, dass er seinen Verwundungen erlag. Während des Angriffs 1767, als die gesamte Altstadt zerstört wurde, verschonten die Birmanen aus Aberglaube die Tempelanlage. Jeder Tempel und
jede Ruine erzählen in Ayutthaya eine spannende Geschichte. Wir hätten noch viel mehr Zeit hier verbringen können, aber wir mussten weiter. Eines der wichtigsten Heiligtümer Thailands ist der Wat Phra Phuttawat. Der königliche Tempel erster Ordnung liegt ca. 28 km nordwestlich von Sarawuri. In seinem Innern befindet sich ein Fußabdruck Buddhas. Lopburi ist die Stadt der Affen. Die Stadt wird geplagt von den Javaner-Affen, die sich vor allem beim Prang Samyot herumtreiben. Sie werden nur geduldet, da sie zahlreiche Touristen anlocken. Auch das Hotel macht mit ihnen ausgiebig Werbung. Lopburi ist eine der ältesten Städte Thailands. Die Stadt wurde um 500 nach Christus vom Volk der Mon gegründet. Später wurde sie von den Khmer erobert, die hier eine Provinzregierung einsetzten. Nach dem Niedergang des Khmerreiches übernahm eine Thai-Fürstenfamilie die Herrschaft über die Stadt. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Hauptstadt nach Ayutthaya verlegt und Lopburi verlor seine Bedeutung. Die Hauptsehenswürdigkeit und das Wahrzeichen der Stadt ist der Wat Phra Prang Samyot. Das Heiligtum wurde wahrscheinlich im 13. Jahrhundert von König Jayavarman dem 7. gegründet, der König der Khmer, der auch Angkor erbaut hat.
Eine weitere Sehenswürdigkeit in Lopburi ist die Palastanlage von König Naray dem Großen, der diese zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert erbaute. Nördlich der Stadt Chainat liegt in unmittelbarer Flussnähe der Wat Tamanung. Auch hier findet man einen angeblichen Fußabdruck Buddhas. Kampeng Pet besuchen wir den Geschichtspark. Mehrere Gebiete in unmittelbarer Umgebung der alten Stadt mit einer beeindruckenden Sammlung von Tempeln. Der Wat Prakaeo beeindruckt durch seine mächtigen Buddha-Figuren. Unser Weg führt uns weiter Richtung Norden nach Phitsanulok. Dort erwartet uns der Wat Yai, eine prächtige buddhistische Klosteranlage, die wahrscheinlich im 14. Jahrhundert von König Li Thai gegründet wurde. Das Bildnis des Gautama Buddhas in der Haltung der Unterwerfung Maras gilt als die perfekteste Darstellung Buddhas.
Sukhothai geht zurück auf eine alte Khmer-Siedlung, die der Legende nach bereits um 500 nach Christus gegründet wurde. Unser Interesse galt auch in Sukhothai dem historischen Park, der die Ruinen der Hauptstadt des Sukhothai-Reiches aus dem 13. und 14. Jahrhundert umfasst, dem ersten großräumigen Königreich der Thai. In Sukhothai übernachteten wir in einem typischen Touristenhotel und bekamen zur Belohnung abends eine Folkloreveranstaltung präsentiert. Am Ufer des Yom-Flusses erreichen wir den historischen Park Si Satchanalai. Die alte Stadt war die erste thailändische Hauptstadt. Sie liegt etwas abseits der großen Touristenströme, ist aber eine der interessantesten Ruinenstädte Thailands. Si Satchanalai wurde 1250 gleichzeitig mit Sukhothai als Residenz für den Kronprinzen gegründet. Die beiden wichtigsten Tempelanlagen von Si Satchanalai sind der Wang Chang Lom und der Wat Chedi Chet Taeo, die sich direkt gegenüberstehen.
Der Wat Phratat Lampang Luan liegt etwa 18 Kilometer südwestlich von Lampang auf einem Hügel. Eine monumentale Treppe führt hinauf zum Hauptportal. Die Tempelanlage gilt mit ihrem ornamentalen Schmuck als eine der schönsten von ganz Thailand. Wir wohnen in Lampang in einer urigen Lodge direkt am Wangfluss. In Lampang besuchten wir noch zwei weitere Tempelanlagen, die anlässlich des Nationalfeiertags entsprechend herausgeputzt waren und einen besonders starken Besucherandrang verkraften mussten. Es war der 87. Geburtstag des thailändischen Königs Bhumibol, der in seinem Land nicht nur große Verehrung genießt, sondern auch die oberste Autorität besitzt. Kritik am König ist gesetzlich untersagt, aber Bhumibol selbst hat anlässlich seiner Geburtstagsrede 2005 selbst klargestellt, dass auch er nur ein Mensch ist und Fehler machen kann. Und um Lampung gibt es ca. 50 Tempelanlagen. Wir haben uns auf den Wat Phratat Hariphuchai beschränkt. Der Legende nach wird in dieser Tempelanlage ein Haar oder ein Stück Schädelknochen Buddhas aufbewahrt. Mit einer Umfrage unter Touristen trainierten die Mädchen ihre Englischkenntnisse.
Der Nachtmarkt in Chiang Mai ist nicht nur ein Touristenmagnet, sondern wird auch gerne von den Einheimischen genutzt. Mit Chiang Mai haben wir auch das Ziel unserer Reise durch Nordthailand erreicht. Die Stadt liegt in einem windgeschützten Tal des Mae Namping und ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Nordens. Chiang Mai hat ungefähr 200 buddhistische Tempel, von denen wir aber nur die wichtigsten besuchten. Mit einem schönen Abendessen beendeten wir unseren Streifzug durch Nordthailand. Am nächsten Morgen ging es mit dem Flieger über Bangkok weiter nach Rangoon in Myanmar.